Hi, ich bin Patrick. Ich bin Director bei Fink und Fuchs und Projektleiter der Digisphäre. Die Digisphäre ist eine Content-Plattform, die wir ins Leben gerufen haben. Und zwar geht es darum, dass wir das Thema KI stärker beleuchten wollen. Digisphäre deshalb, weil es ist so ein Thema, das ist wie so ein Trend-Universum. Alle reden darüber, aber es gibt so viel zu erforschen, es gibt so viele Richtungen, wo man sagt, gibt es, geht das, geht jenes. Und wir wollen da einfach mehr Licht reinbringen, wir wollen auch mehr mal schauen, welche Richtung kann das Ganze nehmen und wir wollen das auch kommunikativ mit begleiten. Nein, ein Newsportal alleine ist es nicht, weil ich denke, es gibt sehr, sehr viele und sehr gute Nachrichtenportale, die das Thema auch darstellen im Sinne von was ist, was gibt es. Wir wollen aber einen Schritt weiter gehen. Wir wollen eben auch noch weiter denken in Richtung, was können zukünftige Trends und Themen sein. Und wir haben dazu eben auch verschiedene Experten, mit denen wir Gespräche führen werden. Mit der Content-Plattform wollen wir vor allem auch die Berührungsängste nehmen. Wir sehen ja gerade in dem ganzen Diskurs rund um KI, es gibt welche, die sagen, KI zerstört in erster Linie Arbeitsplätze. Wir haben Horrorszenarien wie den Terminator aus Hollywood kommt. Aber wir sehen auch mehr und mehr die Entwicklung hinzu, was kann KI künftig und wo kann es tatsächlich einen echten Beitrag leisten für die Gesellschaft. Wir sehen es in Richtung Medizin. Wir haben das in Richtung Umweltschutz, Naturschutz und es werden zukünftige Anwendungsszenarien noch geben. Das noch stärker zu beleuchten und auch zu sehen, wer sind die Leute dahinter, wer sind die Köpfe, die das Ganze treiben. Das ist unser Ziel, was wir hier verfolgen wollen, das dahingehend noch stärker zu beleuchten und vor allem dann auch aufzuzeigen, wohin die Reise gehen kann. Bei der Digisphäre gibt es vor allem dann neueste Trends, Entwicklungen, die international betrachtet werden. Da arbeiten wir mit unseren Partnern von Trend One zusammen. Wir werden auch neue Umfragen, kleine Befragungsstudien ins Leben rufen. Da arbeiten wir mit dem Befragungsinstitut Civey zusammen. Aber vor allem, was künftig kommen wird, sind die Expertenmeinungen. Weil das ist sozusagen nochmal die zusätzliche Würze in all dem, was wir dort zusammengestellt haben. Eben nochmal Kommunikation weiterdenken, die Themen, die Trends weiterdenken und die vor allem mit ihrer eigenen Sicht auf diese Themen und Dinge noch darstellen, wo sie weiter dran arbeiten, wo sich der Markt weiterhin entwickeln soll und was zukünftige Herausforderungen sein werden. Wir haben verschiedene Trendinstitute, mit denen wir dort im Gespräch sind. Verbände, wie zum Beispiel auch den KI-Bundesverband. Wir werden aber auch mit verschiedenen Unternehmen und Startups reden, die das Thema KI mehr und mehr für sich entwickeln, mit neuen KI-Lösungen an den Markt gehen und das Ganze dort weiterentwickeln werden. All diese verschiedenen Player wollen wir zusammenbringen, verschiedene Sichtweisen dort zusammentragen und auch sehen, was künftige Entwicklungen sein können. Also in Planung sind jetzt vor allem auch die Experteninterviews, die werden jetzt in Kürze mit stattfinden. Ich freue mich schon sehr darauf, auf die verschiedenen Gespräche, weil alleine schon durch das erste Feedback, was wir bekommen haben, sehen wir, da ist einfach großer Redebedarf, ein großer Aufklärungsbedarf. Die Leute wollen in den Diskurs gehen und sie brauchen solche Plattformen, um solche Themen auch weiter voranzubringen. Mitmachen kann man in erster Linie dann, indem man uns dort auch mit kontaktiert. Gibt es dann Kontaktmöglichkeiten über die Webseite. Mitmachen kann man vor allem dann in Form von Statements, in Form von Experteninterviews. Einfach eine kurze Nachricht an uns. Wir freuen uns auf jeden, der Lust hat, sich zu beteiligen. Und dann würden wir gemeinsam da ins Gespräch weitergehen. Wir haben das so, dass es dort Benachrichtigungen gibt rund um neueste Trends, Entwicklungen, dass man dann eine kurze E-Mail-Notification bekommt, sodass man immer wieder auch auf die Seite geht. Aber das Ganze wird auch, wenn man den Fink und Fuchs-Kanal mit abonniert hat, über die Social-Media-Kanäle weiter bekannt gegeben. Und ich kann jetzt schon sagen, es wird sich eine ganze Menge tun, weil wir haben mittlerweile so ein Fundus an verschiedenen News und Trends und das Ganze entwickelt sich natürlich noch rasant weiter. Also man kann einfach hier nur neugierig bleiben.